Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie ihr seht, geht es heute um Waschmittel und darum, wie man ein eigenes Waschmittel herstellt. Wir möchten ja gerne die Erde schonen, wir möchten gerne das Grundwasser schonen und all das hat uns dazu gebracht, mal nachzudenken und zu forschen. Das Resultat ist jetzt dieses Video und ja, ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr zuschaut und passt auf, es ist ganz einfach. Es gibt sicher mehrere Rezepte. Ich habe mir das Einfachste natürlich ausgesucht, was auch sofort fertig ist. Also, es beginnt mit Kernseife. Du benötigst ein halbes Stück Kernseife und zwar ungefähr 50 Gramm. Dann benötigst du Waschsoda. Das kann man also so in so einer großen Packung mit 500 Gramm kaufen. Davon benötigst du jetzt 8 Löffel bei uns. Und dann benötigst du eine leere Flasche, Plastikflasche, wo vorher dein Waschmittel drin war. Es hat den Vorteil, dass du nie mehr Waschmittel kaufen wirst und dass du nie mehr Plastikmüll jetzt mit diesen Flaschen erzeugen wirst, sondern du nimmst dann praktisch immer die gleiche Flasche, du füllst sie immer wieder auf und das ist so eine feine Sache, finde ich, das ist einfach klasse. Und wenn man mal da hinten liest, was da so drauf steht, was alles drin ist, dann denke ich, ist man schon sehr froh, sein eigenes Waschmittel machen zu können und wie ihr seht, Kernseife, Soda, heißes Wasser, Punkt. Es beginnt eigentlich damit, dass du die Kernseife fein reibst. Ja? Du nimmst dir eine Reibe aus der Küche und machst einfach mal die halbe Seife, reibst du einfach mal. Und wenn du dann 50 Gramm von der Kernseife gerieben hast, dann kommt das Waschsoda dazu. Von dem Waschsoda nimmst du 8 Esslöffel. So, und dann ist deine Mischung schon fertig. Schau mal, dann mischt es. Hast du hier die ganz feinen Seifenflocken und das Waschsoda, das kannst du jetzt hier, wenn du möchtest, ein bisschen mischen. Und dann brauchst du natürlich eine leere Flasche, wo dein altes Waschmittel drin war, was jetzt leer ist, was du normalerweise wegschmeißen würdest. Aber jetzt kannst du es immer wieder verwenden. Du musst deswegen kein neues Plastik mehr kaufen und der Müll, der Plastikmüll reduziert sich, das ist ja das Allerwichtigste, finde ich auch. Dann füllst du einfach hier Löffel für Löffel das hier ein. Ja, und dann sind wir fast fertig, dann kommt nur noch das heiße Wasser dazu. Das ist jetzt für die ganze Flasche, also du musst wenigstens 4-5 Liter heißes Wasser einfüllen, dann lässt du es stehen und abkühlen. Das heiße Wasser deswegen, damit sich die Seife und das Soda schön auflösen können und da eben eine homogene Flüssigkeit entsteht. Und dann ist es fertig, dann kannst du schon waschen. Also wir waschen jetzt ungefähr ein halbes Jahr schon mit dieser Methode und die Wäsche ist sauber, sie ist wunderbar. Wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne, dass sie einen besonderen Duft
bekommt, dann musst du was in die Waschmaschine noch reintropfeln. Es gibt ja so ätherische Öle, die man da verwenden kann. Allerdings schadet das da auch wieder unserem Grundwasser und es wäre sehr schade, wenn das zu viel ist, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall, so wie das jetzt ist, ist es ein allerschönstes, tollstes Waschmittel. Wäsche wird sauber und sie riecht neutral. Und im Sommer hängst du die Wäsche einfach raus, dann riecht sie nach frischem Wind, was ja auch schön ist. Ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Herstellen deines ersten Waschmittels und unten im Text, im Chat schreibe ich dir noch rein, wo du das Rezept nachlesen kannst, wenn du das dann selbst mal machen möchtest. Es gibt verschiedene Rezepte. Ich habe mir einfach das Einfachste ausgesucht, oder? Wo man nicht so viel komplizierte Dinge machen muss und es wirkt. Wir haben es ja geprüft. Wir sind zufrieden damit. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß und sag Tschüss.